Morgen, Sportsfreunde und Freundinnen. Es ist irgendein Wochentag, an dem ich das hier hochlade, aber in diesem Moment möchte ich mich da noch nicht festlegen, weil mir sonst wieder Hinz und Kunz drunter kommentieren, wenn ich falsch liege. Donnerstag, jetzt habe ich's gesagt. Hinz und Kunz. Warum sind wir kitzelig? Das ist eine interessante Frage, Rasmus Krasmus, denn kitzelig vom altdeutschen Kutzilon und mittelhochdeutsch Kitzeln ist mal wieder eines dieser belanglosen Alltagsphänomene, von denen man meint, da ist schon alles erforscht und gesagt, aber in Wirklichkeit weiß man noch überhaupt nichts, so wie bei Simon Desue. Digga? Wir wissen noch überhaupt nichts, es tut mir leid, aber halte durch, Simon, irgendwann finden wir ein Heilmittel. Und bis dahin, Digga? Bis dahin wirst du leider weiter diese Videos machen müssen und jeden zweiten Satz mit Digga beenden. Digga. Aber das heißt ja nicht, dass zu diesem Thema nicht schon viel geforscht wurde. Also nicht zu Simon Desue, sondern zum Kitzeln. Die populärste Theorie zum Kitzeln ist, dass wir deshalb kitzelig sind, damit wir sofort merken, wenn giftige Insekten versuchen, an uns hochzukrabbeln. Hör auf, Schatz, das Kitzeln, das... Giftige Insekten waren nämlich zur Zeit, als der Mensch noch hauptsächlich ohne insektenabweisende Tonschuhe aus Gold unterwegs war, keine seltene Todesursache. Naja, und auch eine beliebte Freizeitbeschäftigung. Nicht giftig, nicht giftig, nicht ge... Ah, oh, oh, ja, das kitzelt. Oh, diese Farben... Ich sehe das Universum. Das erklärt zumindest, warum wir besonders an den Füßen kitzelig sind, wo sie an einem hochklettern oder an Bauch und Taille, wo wichtige Organe sitzen. Dieses kitzelige Gefühl ist also eher ein Warnhinweis. Achtung, lebensbedrohliche feindliche Spezies. Und wird als unangenehm empfunden. Mit dem reflexartigen Zucken schütteln wir die Tierchen dann auch gleich ab. Im Mittelalter soll Kitzeln deshalb auch eine beliebte Foltermethode gewesen sein. Okay, Leute, das ist schon wirklich heftig, aber ich verrate trotzdem nichts. Na gut, du hast es nicht anders gewollt. Dann kommt jetzt Kitzeln. Nein, nicht Kitzeln. Aber ihr näht mich doch vorher wieder zusammen, oder? Klar, sind ja keine Unmenschen. Und tatsächlich haben Forscher herausgefunden, dass das lachende Gesicht eines Gekitzelten dem Gesicht einer Person, die über einen guten Witz lacht, weniger ähnlich sieht, als dem Gesicht einer Person, die sich mit Schmerzen quält. Also eher so, wie wenn du über einen Witz von Mario Barth lachst. Aber trotzdem kitzeln wir alle gerne. Eltern kitzeln ihre Kinder. Kitschi, 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 kitschi. Aber hör auf, ich bin 15. Kinder kitzeln ihre Eltern. Was zum... Oder Liebespaare kitzeln einander. Ich liebe es, wenn du mich da kitzelst. Was? Giftige Insekten. Kitzeln hat also auch einen sozialen Aspekt. Und die Wissenschaft weiß, wir können uns zum Beispiel nicht selber kitzeln, aber je sympathischer uns eine Person ist, desto kitzeliger werden wir ihr gegenüber. Weshalb Mario Barth auch nie den Job als Folterknecht bekommen hat. Ich spüre gar nichts. Kitzeln Sie doch mal weiter oben. Ich kitzele nicht. Ich säge. Kennst du Säge? Kennst du? Wie kitzelig bist du und ist dir schon einmal aufgefallen, dass man kitzliger wird, wenn man den Kitzelnden mag? Fand ich irgendwie interessant. Übrigens, wenn ihr mich mögt und noch ein bisschen mehr von mir sehen wollt, könnt ihr mich auch auf Instagram abonnieren. Dort filme ich gerade jeden Tag meinen Tag, also nicht mich, sondern nur meinen Tag und mache dann immer abends ein kleines Video da draus. Auf Instagram heiße ich @allwissend, Link auch in den Fußnoten. Tschüss und bis bald.